Gleich 8:30. Moment, Kaffee, so viel Zeit muss sein. Bing. Natürlich. Gleich 8:30, die Pforten, die Türen sind geöffnet und wir nehmen sie jetzt mit ins MoMA-Café. Und jetzt das ZDF MoMA-Café. Live aus Berlin. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen zu Hause und natürlich hier live in Berlin-Mitte im ZDF Morgenmagazin. Florian, Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung, so heißt unsere Band heute, unser musikalischer Gast. Ziemlich dramatischer Name, aber kein Wunder, die Bandmitglieder sind ausgebildete Filmmusiker. Und sie beschreiben selber ihre Musik wie, Zitat, eine Nacht im illustren Pariser Stadtteil Montmartre, dunkel, grell, laut, verträumt, schmutzig, aber wunderschön. Hören Sie selbst jetzt mit dem Song Schwalben. Ich lieg im Schatten großer Felsen, grab die Füße in den Sand und zähl die Bars am Pier. Und übern Himmel ziehen die Schwalben, wissen, dass es regnen wird, doch wissen nichts von dir. Jetzt sag mir, Jolie, warum der Wind so duftet wie dein Haar, warum jedes Lied von dir erzählt, tous les jours je t'attendrai. Florian, Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung. Ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Sehr schön, guten Morgen. Jetzt erahne ich auch, warum der ein oder andere das schon mit Rio Reiser vergleicht. Mhm. Ist mir gerade so ein bisschen wieder in den Sinn gekommen. Und bald hören wir mehr, in 2025. Jetzt geht's weiter mit unserem heutigen musikalischen Gast und Florian Paul, der oft als neuer Rio Reiser bezeichnet wird oder als Geschichtenerzähler. Er singt über alltägliche Ereignisse im größeren Zusammenhang, über die Liebe, das Leben. Jetzt im April geht's auf Tour, heute aber erstmal zu uns auf die MoMA-Bühne. Guten Morgen, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Ganz kurz mal Vergleiche mit Rio Reiser. Da würde ich jetzt sagen, Gott, besser geht's ja gar nicht. Freut Sie das auch? Ja, das würde ich genauso sagen. Besser geht's ja gar nicht, oder? Ist denn das was Bewusstes oder ist das so unbewusst gekommen? Ja, was Bewusstes glaube ich nicht. Ich bin natürlich irgendwie Fan und ich glaube, wenn man auf Deutsch Musik macht, ist der immer irgendwo präsent. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Stimme. Ich wollte gerade sagen, daran könnte es tatsächlich liegen. Aber und wir hören jetzt nochmal genau hin, verabschieden uns schon mal bei Ihnen. Und jetzt können Sie sich selber von Rio Reisers Zeitstimme überzeugen. Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung mit Wohin du willst. Bis morgen. Losfahren, hast du mal gesagt, rauf ans Meer, nur für eine Nacht, dann liegen wir gemeinsam da am Nordseestrand. Doch meistens kommt es anders als geplant. Jetzt geh, wohin du willst. Es bleibt viel mehr, als man beim Abschied denkt. Und so, wie du mich kennst, sind wir viel mehr verbunden als getrennt. Wir haben gelogen und so oft verflucht, haben uns vermisst. Es nochmal versuchen, doch wir wussten beide ja schon viel zu lang,
bis wir am Ende angekommen waren. Jetzt geh, wohin du willst, denn es bleibt viel mehr, als man beim Abschied denkt. Und so, wie du mich kennst, sind wir viel mehr verbunden als getrennt. Denn immer wieder sind wir losgefahren von Prag nach Wien bis an den Ozean. Und auch wenn diese Tage unsere letzten waren, bleibt uns doch die Erinnerung daran.